Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dredge. Ja, ich bin hier nochmal zum Flieger geschippert, da es mir doch noch gelungen ist, eine weitere Erkennungsmarke zu finden. Und zwar habe ich hier an dieser Stelle noch einen Flieger gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob es noch mehr gibt, aber wir werden es, wenn das gleich ausgegraut ist, wird sich das wahrscheinlich erledigt haben. Ich danke dir, ich werde es an den Baum hängen und hier deine Belohnung. Ja, vielen Dank. Das sind alle, an die ich mich erinnern kann, jedenfalls. Ihre Gesichter beginnen zu verblassen. Okay, ja, Köder brauchen wir jetzt keine. So, ich war ansonsten noch ein bisschen angeln. Das Portemonnaie, versteht sich. Da habe ich von uns bekannten Fischarten jetzt noch ein paar Anomalien gefunden. Und ich habe natürlich immer mal in unseren Fangkorb geluschert und ja, ihr seht es oben rechts, das Ausrufezeichen beim Tab. Wir sind fündig geworden. Wir haben diesen Pfeilschwanzkrebs, hieß er glaube ich, tatsächlich gefangen. Da ist er, einmal sogar als Trophäe. Das ist natürlich hervorragend. Ja, ich würde sagen, wir nehmen alles. Dann ja, verkaufen wir kurz die anderen Geschichten hier noch bei ihr. Und dann machen wir uns erstmal wieder zurück zu den Marktständen. Beziehungsweise zur Schwarzfelseninsel, da wir ja ein bisschen was gefangen haben. So, den würde ich verkaufen, den verkaufen, den verkaufen. Den behalten wir. Dann gucken wir nochmal bei der Forschung. Den Motor hatten wir frei. Ja, lass uns doch jetzt einfach mal in größere Körbe investieren. So, dann verlassen wir den Wildschrank jetzt. Zumindest für die nächste Zeit erst einmal. Achso, was wir kurz noch machen können. Die Enzyklopädie reinschauen. Einmal. So, Wildschrank, da geht's los. Hier mit der 40. Zack, zack. Okay, Anomalien nicht alle. Aber wir haben im Windstrang zumindest alle normalen Arten entdeckt. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal was wert. So, dann gucken wir mal. Er will ja wahrscheinlich noch. Das ist der zweite, den wir ihn jetzt bringen, ne? Dann wird er wahrscheinlich ja noch einen dritten von uns wollen, so wie der andere auch. Oder waren wir da überhaupt schon beim dritten? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber soll nicht weiter dramatisch sein. So, mein Freund. Erhalte den Geist. Ja, weiß ich. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Zack. Die Gestalt wendet das Tier auf den Rücken, um den weichen Bauch freizulegen. Dann reißt sie ihm die Innereien mit den scharfen Nägeln heraus und verschlingt sie. Verzehren, den Himmel. Die Gestalt entrollt das letzte Papier, darauf ist ein Gespensterfisch abgebildet. Ist klar. Mission, fange einen Gespensterfisch. Ja genau, da war es auch drei Schlangenmakrele. Ja, Gespensterfisch. Die Kontur war ja eigentlich recht eindeutig. Schauen wir mal. Das war eigentlich ziemlich klein jetzt. Ne? So, springst du wieder auf. Nee, aber die Anomalien brauche ich jetzt nicht. Oh, Gespensterfisch, Gespensterfisch. Da. Ja, auch im Sternenbecken. Tag, Nacht mit der Angel. Dann gucken wir da nochmal hin. Aber nicht mehr in dieser Folge. Diesmal ist der Leuchtturm.
Wir machen uns erstmal mal Retour, unser Lager mal ein bisschen leeren von den ganzen Schätzen, die wir gefunden haben. Ja, wie üblich natürlich erstmal zur Schwarzfelseninsel die Halskette abgeben. Alter, ist das schon wieder so spät? Warum denn? Da war gar nichts. Sehr interessant. Auf der Map ist hier auch nichts. Naja, kannst du haben. Gut, wir hatten da, glaube ich, auch irgendeine Geschichte mal bekommen von ihm, dass wir... Es tauchen wieder die ersten ominösen Felsen auf. Dass wir direkt wieder bei ihm landen können, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Das jetzt raussuchen, wir sind ja schon so gut wie da. Einmal anlegen, dann sind wir in Sicherheit. Das verfallene Anwesen. So. Was willst du? Alles klar. Nimm mal. Mach mal so, ist einfacher. Du betrittst das Haus, du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein hervorragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür? Einmal mehr öffnet er das Buch, Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Fähigkeit freigeschaltet, Atrophie. Als er zu Ende gelesen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran, es fehlt nur noch eines. Ich schlage das ja nur ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Ja. Dann erklär mir die Art. Atrophie, oder wie es hieß. Den Text kennen wir ja schon. Atrophie. Ja. Dieser Spruch tötet instantan den Fischschwarm, der dir am nächsten ist. Er ist auch aus großer Entfernung zu hören. Du musst dich also nicht in der Nähe deiner Opfer befinden. Doch die Population wird sich von diesem Trauma nicht mehr erholen. Setze ihn also sparsam ein. Okay. So, woher weißt du, wo diese Relikte sind? Meistens nicht, aber ich lese das Meer, die Wogen, die dem formlosen Gestalt verleihen. Das Flüstern der Wellen, die ihre Geheimnisse vom dem Lauschenden preisgeben. Ich spreche zu den Strömungen, die sich an alles erinnern, was sie mit sich gerissen haben. Noch etwas? Bist du, ein Mensch? Deine Frage wird mit einem durchdringenden Blick beantwortet. Nun, gewiss, als Mensch, der du bist. Noch etwas? Nö, danke. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Kleinmark. Markt. Ja, hier haben wir auch noch zwei Krabbenkörbe liegen. Schauen wir uns gleich an. Oh ja, Holz. Ja, sieht nicht aus wie Holz, nehme ich trotzdem. Alter, was haben wir denn Platz jetzt? Geil. Und wir kriegen noch einmal Frachtplätze. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wie viele. Erschöpft. Gut. So.
Lager geöffnet. Ja, diesen Stiefel hatte ich noch in dem Schiff gefunden, in dem dritten Flugzeug gefunden, wo das letzte... Na, sag schon. Die letzte Erkennungsmarke drin war. So, einmal kriegst du von mir eine Flagge. Nein, danke. Dann darfst du mir ein bisschen Geld geben. Nur 310 immerhin. Sehr schön. Dann machen wir diesen Korb hier einmal fertig. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen... Achso, die Krabbenkörbe wollte ich noch leeren. Wahrscheinlich auch noch mehr als das. Ja, den haben wir letztes Mal nicht eingesammelt. Der ist kaputt, genau. Schick. So. Einmal zur Schiffsbauerin, die Körbe reparieren. Guck mal hier. Ist da überhaupt Platz für? 391,50. Ja, gut. 40 Meter, 3000 Lumen. Nochmal deutlich. Deutlich größer als was wir jetzt eingebaut haben. So, von ihm kriegen wir auch nochmal 104. Und jetzt springen wir nochmal kurz ins Trockendock. Das erste Holz hier schon mal verbasteln. So, 13.10 Uhr würde ich sagen, dass wir die Körbe noch ausschmeißen und uns noch auf Materialsuche begeben. So, einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Das war knapp. Das war's schon. Das Holz, was ich da im Augenwinkel gesehen habe, das nehmen wir noch mit. Ist ja gar nichts los hier. Na gut. Dann gehen wir noch mal einmal die Nacht überspringen. Siehst, dann brauchen wir hier schon mal nur Stopp. Was habe ich denn jetzt überhaupt noch? Einmal Metall, zweimal Metall. Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, einmal Richtung... Oh Gott. Einmal Richtung Stahlspitz. Wissen wir ja, dass es alle Materialien jeweils einen Spot dort gibt bei der werten Architektin. Das sind aber auch keine Fische hier, da gehen wir auch mal luschern. Ohrringe.
sind Fische, wahrscheinlich eine Anomalie, deswegen das Geblinker. Ich interessiere mich jetzt erstmal für den Schrott. Und haben wir hier eigentlich schon alle Inseln erkundet? Ich bin mir nicht sicher. Ja, den machen wir aber noch hier. Stoff, sehr schön. Wir können hier bei der Architektin übernachten. Auch erschöpft. Na ja, gut. Das sind Fische, okay. Gut. Achso, ich wollte hier noch einmal in die Runde luschern, ob wir hier noch was Besonderes finden. Hier glitzert was. Der einst solide Rumpf liegt nun zerschmettert am Strand. Das Heck ist komplett eingedrückt. Versuche ins Heck zu gelangen. Du ziehst dich ein bisschen näher heran und kannst dann in den hinteren Teil des Wracks klettern. Du siehst dich um. Oh, guck mal, einer blöd. Und ein Forschungsteil. Ohrringe und auch noch Stoff. Sehr schön. Mal mehr damit, davon. Hier jetzt nicht, da ist noch was. Ich bin gerettet, gerettet. Oh, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Was ist passiert? Ich wurde hier an Land gespült. Das muss jetzt ungefähr 2 Wochen her sein. Wir fuhren über raue See und als uns seitlich eine Welle traf, ging ich über Bord. Ich dachte, dass meine Mannschaft nach mir suchen würde, aber deins ist das erste Schiff, das ich hier sehe. Haben die Jungs dich geschickt, um nach mir zu suchen? Ich bleib mal bei der Wahrheit. Nein. Oh, ich bin sicher, sie suchen mich da draußen. Könntest du mich nach Kleinmark bringen, Fremder? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn sie das nächste Mal anlegen. Ja, ich nehme dich mit. Passt du da noch rein? Der Schiffsbrüchige klettert an Bord. Alles klar. Hier wäre noch Holz. Kriege ich das noch mit? Ah. Und die anderen Inseln auch. Möchte ich auch hier noch einmal rum. Ich will da noch was Besseres finden. Naja, und bei den Sturmklippen müssen wir auch noch mal hin. Da gab es nämlich auch noch so einen... Den wird es wahrscheinlich auch überall geben. So ein Stein, wo man Fische reinpacken muss. Und dann kriegt man ein Geschenk. Schauen. Na toll. Gut, wir segeln hier noch einmal. Ja, was jetzt segeln wir? Schippern hier noch einmal rum. Folge eigentlich schon zu Ende ist, aber... Hi, Buckelwal.
Schade, dass das immer so schnell geht. Da hätte ich ja gerne mal einen Screenshot von. Nee, mehr sehe ich hier nicht. Dann würde ich sagen, auch wenn die Folge eigentlich schon zu Ende ist, den werten Kollegen Schiffbrüchiger gehen wir jetzt nochmal eben nach Kleinmark. Ist die Aufgabe auch erledigt? Wahlen an, aber ich drehe mich jetzt nicht mehr um. Ja, das passt doch. Pünktlich zur Nachtschicht. So. Der süße Gestank der Zivilisation. Ich dachte nicht, dass ich das mal vermissen würde. Er wendet sich zu dir. Für jemanden, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ich habe nicht viel bei mir, wie du dir vorstellen kannst. Und dieses Ding ist für mich nicht mehr viel wert. Aber vielleicht ja für dich. Er zieht einen Siegelring von einem Finger der linken Hand und gibt ihn dir. Er ist mit dem Symbol eines Steuerrads verziert. Siegelring. Dieser Siegelring ziert ein prächtiges Steuerrad. Solch ein Symbol muss einfach jedem Kapitän Glück bringen, der ihn trägt. Und dann frage ich den Mann. Auf zu neuen Horizonten, mein Freund. Leb wohl. Mission erfüllt. Ja, super. Dann würde ich sagen, für die Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.